Es ist ein wunderschönes Gefühl, da rumzufahren mit dem Fahrtwind. Man hat irgendwie so diesen Gedanken von, ich kann skaten. Also das hat man nirgendwo anders, dass man so eine Sportart mit Bühne kombiniert. Schwärmt Kevin Köhler, der seit 15 Jahren Teil des Starlight Ensembles ist und auch den Rusty, die alte Dampflok, verkörpert hat. Doch bevor die Darsteller so virtuos Rollschuh fahren können, trainieren sie 3 Monate intensiv. Man lernt wirklich eine ganz eigene, ganz spezielle Technik, damit man auch letztendlich hier die Rampen bergauf fahren kann. Alle Darsteller benutzen Rollschuhe, nur die beiden Stuntmen tragen Inline-Skates, um noch schneller zu sein. Vor jeder Show fahren sich die Darsteller gemeinsam warm, auf Whitney Houston-Musik. Das eigens für das Musical erbaute Theater ist auf diese rasanten Fahrten zugeschnitten. Eine 280 Meter lange Bahn führt auf 3 Ebenen durch den Zuschauerraum. Auf der Bühne nutzen die Stuntmen eine Rampe, um waghalsige Salti oder Schrauben zu springen. Was natürlich auch bei dem Stück so super speziell ist, ist ja auch unter anderem die Brücke, die wir haben. Eine 9 Tonnen schwere Bühnenbrücke, in alle Richtungen schwenkbar, auch quer über den Zuschauerraum, die immer neue Fahrwege schafft. Der Einbau der Brücke war spektakulär. Man musste ja die Brücke in dieses Theater setzen, bevor das Dach draufgesetzt wurde. Starlight Express. In nur 14 Monaten wird das Starlight Theater Ende der 1980er Jahre gebaut. Bochums damaliger Oberstadtdirektor wollte das Londoner Musical unbedingt in seine Stadt holen. Die freie Kulturszene ist sauer, dass 24 Millionen Mark in ein kommerzielles Projekt gesteckt werden. Als heute vor 35 Jahren Starlight Express Deutschlandpremiere feiert, protestieren die Bochumer. Niemand versteht, warum in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit Millionen aus öffentlichen Kassen in ein Rollschuh-Musical investiert werden. Bochums Stadtväter erhoffen sich dadurch eine kräftige Wirtschaftsförderung für die Stadt und eine kulturelle Imagewerbung für das gesamte Revier. Auch wenn es zwischendurch mal flaue Zeiten gab, geht der Plan auf. Das Musical bringt Touristen ins Revier. Hotel- und Gastronomiebranche profitieren. Bisher haben über 18 Millionen Menschen das Musical gesehen. Ensemblemitglied Kevin Köhler aus Ur-Erkenschwick. Für mich gehört einfach Starlight Express zum Ruhrgebiet dazu. Schöpfer des Musicals ist der Londoner Star-Komponist Andrew Lloyd Webber, der von Zeit zu Zeit nach Bochum reist und nach dem Rechten sieht. Der inzwischen 75 Jahre alte Brite überarbeitet regelmäßig sein Musical. Das Frauenbild hat sich ja komplett verändert seit den 80ern bis heute. Ich bin der Schnellste, den es jemals gab. Gesungen wird live. Das Orchester befindet sich unter der Bühne, weil im Saal kein Platz für einen Orchestergraben ist. Im Publikum sitzen alle Generationen. Viele waren schon öfter hier. Es ist sehr actionreich. Ich finde es magisch. Ich werde nie müde, es zu sehen. Weil es mittendrin bist in diesem Theater. Es hat eine einzigartige Show und hat coole Effekte.